And the food. And the food. It's free. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu diesem Vlog. Es ist der letzte Vlog entlang der Ostküste, da ich jetzt in Cairns bin. Cairns ist der letzte Stop für mich, quasi der nördlichste Punkt, wo ich an der Ostküste sein werde. Zumindest stand jetzt, man weiß ja nie. Ich bin jetzt wieder auf dem Weg zu einem Tagestrip. Und heute steht was an, worauf ich mich schon so lange gefreut habe. Nämlich Tauchen und Schnorcheln am Great Barrier Reef. Könnt eines von meinen Highlights werden. Und das mache ich jetzt. Ganz einfach. Viel Spaß. Und mit dabei heute ist mal wieder ein Kumpel, den ich schon überall auf der Ostküste gesehen habe. Geh, David. Moinsen. Moinsen. Moreton Island haben wir auch schon zusammen gemacht. Also, das ist der Vibe hier. Überall triffst du die gleichen Leute. So, mate, how was the Great Barrier Reef? How was diving at the Great Barrier Reef? Yeah, amazing. Beautiful. Visibility, unbelievable. Fish, even better. Nice. Nice. How did you like it, mate? Very good. All right, what about you? How was it? Oh, I had great fun. I loved it. You need to come out and do it yourself. Yeah. Nice. Yeah. It's a recommendation. How did you find it? Man, it was great. Definitely worth doing it. That was the best money I spent so far in Australia. I'm not joking. Yeah. Yeah, definitely want to do it again. I don't know if I can do it in the next weeks because I'm broke as fuck. But still, yeah, like definitely worth it. If you're in Australia, go for a dive for the Great Barrier Reef. It's good. An experience for life. And the food? And the food. It's free. It's free. It's going to be my dinner for today. Ja, hallo, na, wie geht's euch? Wir sind hier an der Lagune. Mit dabei sind Fabian. So. Was David? Ist dieser? Und halt so ein paar andere, aber die sind zu schüchtern. Da, das ist Anna und ihren Namen habe ich vergessen. Ja, ihr werdet mich hier nie wieder sehen, aber ihr habt mich gefreut. Selbstgemachten Burger sind einfach immer die besten Burger. Also, Mahlzeit. Hi guys, my name is Lucas. Today we're doing a waterfalls tour with Uncle Brian. It's fucking sick. All the boys. We have some friends with us. Yeah. You're from Sweden, mate. Yeah, aren't you? Yeah, yeah, Sweden. Another guy from Sweden. He's there. And then a guy from England again. He goes there. Do you know any German words? Scheiße. Danke. No, that's fucking Dutch. Danke. Danke, yeah, that's danke, one. Danke schön. Eins, zwei, alles gut. Oh, that's counting, all right. That's all I know. That was 1, 2, 3. Yeah. All right. Nice. Nice. But check this out, look at that. Also, heute Regenwald. Es sieht schon richtig, richtig geil aus. Ja? Ich hab auch nicht immer so gutes Wetter. Es macht trotzdem Spaß. Der meist fotografierte Wasserfall in Queensland und vielleicht auch in Australien. Da gehen wir jetzt ein bisschen schwimmen, gell? Yeah? Let's go!
20 Minuten später ist die Sonne aber auch wieder draußen und man muss sich wieder eincremen. So schnell kann's gehen. Wa? Die erste Schlange, die ich in Australien sehe, Freunde. Die ganzen Vögel, die da rumfliegen, das sind alles Fledermäuse. Und die sind echt groß, ey. Meine Fresse. Und erkennt ihr, wo ich wieder bin? So wie gestern. Es ist das gleiche nochmal. Ist ein bisschen unnötig quasi für mich, aber wir haben uns ein Auto gemietet. Ha? Die Leute sind cooler. Ja, ist Ansichtssache. Nein, Spaß. Wir haben uns heute ein Auto gemietet und die machen alle nicht die Tour zu den Wasserfällen, sondern so eine andere Tour. Wir wollten die Wasserfälle jetzt auch noch machen. Ist trotzdem cool. So wie gestern ist halt Rainforest, Freunde. Der macht mich nach. Ja. Bin ich drauf? Ja. Cool. Soll ich einen Witz erzählen noch? Ja. Das machst du dann so als Outro. Ja. Okay. Also es regnet gerade übertrieben, war aber gestern eher auch so. Ich bin halt auch nicht in Australien, nur für Sommer, Sonne, Sonnenschein, gell? Ist halt auch mal schlechtes Wetter, aber ist halt Regenwald. Du musst hart sein, wenn der Dschungel weint. Knossi, mein Vorbild. Ich stehe das gleiche durch wie du. Nur ein bisschen anders, aber fast gleich. Das kommt ja alles wieder raus, Mann. Wir haben gerade selber eine Kokosnuss aufgemacht. Coconut. Coconut. Mal gucken, wie es schmeckt. Bisschen hart, aber ungefähr so wie man vorstellt. Hat nicht so arg viel Geschmack, aber ist okay. Ist okay. Ey, ist okay. Oder? Hast du auch probiert? Super. Ja? Ist super. Schmeckt sehr wässrig, finde ich. Wässrig, fettig. Okay, probiert. Doch, ist gut. Ich habe auch gerade probiert. Wie ist? Oder? Ich will auch. Also T-Shirt nass. Ja, scheiße. Aber lecker. Boah, lecker. Lecker. Julius? Nee, probier noch mal fürs Video. Ah ja. Boah, übel lecker. Hey Jay, do you mind about having a swim? Nah, I'm good. That muscle on top. They're known as osteoderms. They work very, very much like salt. Wir haben gerade ein Krokodil gesehen. Wir waren jetzt, wie lange waren wir hier? 1,5 Stunden auf so einem kleinen Boot. Aber ein Krokodil haben wir gesehen. Das ist sehr nice. Ja, Freunde, das war's jetzt für diesen Tag. Morgen ist auch noch ein Tag, ne? Da geht's dann weiter. Aber für heute ist Feierabend. So. Apropos Feierabend, heute Abend wird vielleicht noch Feierabend. Scheiße. Okay. Der zweite Sticker ist platziert unter einem übertrieben krassen Wasserfall. Zwei habe ich noch. Kommt noch. Aber das ist doch mal schöner, wa? Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin auf dem Weg ins Gym. In meinem Hostel kann man gratis 2 Stunden so eine Gymkarte ausleihen, um ins Gym zu gehen.
übel geil. Mache ich jetzt heute. Wird eine gute Session, glaube ich. Ich habe richtig Bock. Ich vermisse es eh schon die ganze Zeit hier irgendwie zu trainieren und sportlich zu sein. Man ist halt immer nur so auf Tagesausflügen, aber nie richtig trainiert. Muskelaufbau. So, das mache ich jetzt. Viel Spaß. Ich schwitze mir zwar schon mies einen ab, nur wegen den 10 Minuten Laufen zum Gym, weil es einfach viel zu heiß ist. Es hat 30 Grad und 70% Luftfeuchtigkeit. Aber no pain, no gains, meine Freunde. Let's go! Ich hab den Pump des Jahrtausends! Why does little Johnny throw the butter out of the window? Why? Because he wants to see the butter fly. Richtig, Mann.